miteinander und willkommen zu meiner kleinen Vorlesung über die schöne Müllerin im Vergleich zu der Winterreise. Und zwar durch eine sehr interessante Linse schaue ich da durch, und zwar durch die Linse des Wassers. Die haben das Wasser oder die Flüsse oder die Bäche haben eine ganz andere Rolle in der schönen Müllerin im Gegensatz zu der Winterreise. In der schönen Müllerin, weil für Müller ist ja das Wasser lebenswichtig, das ist repräsentiert erst einmal das Drehen der Räder, damit sie überhaupt mahlen können, das heißt also gute wirtschaftliche Erfolge durch das Wasser. Es ist ein Lebensbringer, weil man sich auch durch einen Bach ernähren kann, durch Fischen. Und in diesem hier mit unserem Helden, der also auf Wanderschaft geht und sich unsterblich verliebt, die Müllers Tochter, ist der Bach auch ein Freund und ein Berater und ein Tröster und ist eigentlich eher wie eine Person dargestellt als wie ein Bach. Und in der Winterreise ist es genau das Gegenteil. Da ist Wasser und Fluss und Bach Bringer des Todes, Vorhersager schrecklicher Sachen und auch ein Spiegel unserer Seele, die also furchterregend ist. Und es ist also sehr gegensätzlich die Einstellungen zum Wasser gegenüber. Und das will ich heute mal in der Vorlesung ein bisschen herauspellen, wo die Unterschiede liegen, wie die sich musikalisch ausdrücken und auch über diese beiden Zyklen im Allgemeinen reden. Die schöne Müllerin fängt sehr positiv an, das haben Sie schon gehört. Unser Held, ein Geselle, also ein früherer Lehrling, ist jetzt Geselle und verlässt also den Meister und seine Frau, um in die neue Stadt zu ziehen und Geselle zu werden und dann irgendwann mal Meister natürlich. Und sagt also in der letzten Strophe vom ersten Lied, Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen. Er geht also weg aus dem Dorf und sieht einer neuen und fröhlichen Zukunft zu. Und Sie können das ja auch schon hören hier. Die fröhlichen, energetischen Schritte von unserem Helden, wie er also mit voller Freude und voller Zuversicht jetzt das Dorf verlässt nach seiner Lehre, um Geselle zu werden. Und das ist also eine Hoffnung und eine Fröhlichkeit, die im genauen Gegenteil zur Winterreise steht. Winterreise fängt auch an, ein Dorf zu verlassen, und, aber unter sehr schlimmen Zuständen. Unser Held in der Winterreise hat sich unsterblich in ein Mädchen verliebt und, wie es in der ersten Strophe sagt, die Mutter hat ihm sogar zugestimmt und sie wollten also heiraten. Und dann aus irgendeinem Grund, wir wissen nicht warum, heißt es auf einmal nein und er darf nicht und er muss das Dorf verlassen. Ich nehme an, weil er vielleicht nicht genügend gute wirtschaftliche Umstände hatte, um heiraten zu können. Wir wissen es nicht. Jedenfalls ist alles geplatzt und er muss im Winter das Dorf verlassen. Und es ist interessant, wie schon die Klavierbegleitung verschieden anfängt. Bei der schönen Müllerin, diese fröhlichen Schritte, und hier ein sehr langsames, fast quälendes, langsames Marschieren, trauriges Marschieren im Schnee aus dem Dorf heraus. Thank you.
zwischen der ersten Strophe der schönen Müllerin und der Winterreise. Also die schöne Müllerin fängt hier oben an emotional und geht dann langsam runter. Und wir sind ja hier in der Romantik, wo alles opernhaft und dramatisch endet. In der schönen Müllerin geht es langsam bergab, Lied für Lied, und endet also ganz unten im Suizid. Und bei der Winterreise ist es noch dramatischer, die fängt ja unten an und geht gleich runter, auch endend im Suizid. Sehr dramatische Zyklen, aber die Anfänge können also eigentlich nicht mehr gegensätzlich sein. So, und jetzt, wie versprochen, kommen wir auch gleich beim Wasser an. Schöne Müller. Im zweiten Lied schon, er kommt also gerade aus dem Dorf heraus, hört er ein Bächlein rauschen und marschiert also mit seiner Fröhlichkeit zu diesem Bächlein hin, denn natürlich als Müller braucht man einen Bach und ein Bach führt einen zu seiner nächsten Stelle hin, wo man dann vielleicht als Geselle anfangen kann, als Müllers Geselle. Und er läuft also oder marschiert auf diesen Bach hinzu und das Rauschen wird immer lauter. Das ist übrigens wunderbar symbolisiert hier, das Rauschen von den Bächlein. Das geht das ganze Lied so durch. Wie er näher an dieses Bächlein herankommt, was so fröhlich rauscht aus dem Felsenquell. Übrigens ist auch ein klein bisschen Symbolismus drin, das Bächlein springt also aus dem Felsenquell heraus. Das heißt, was ganz Neues fängt an, eine ganz neue Zukunft, ganz neue Hoffnung. Und wie er also näher auf diesen Bach herankommt, hört er Stimmen in diesem Gemurmel, in dem Gerausche von dem Bach. Und diese Stimmen, die sagen also, Geselle, geh nur weiter, folge uns. Und er sagt also ganz überrascht, es singen wohl die Nixen tief unten ihren Rhein. Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandere fröhlich nach. Es gehen ja mühlende Räder in jedem klaren Bach. Also, er sagt uns das ganz direkt. Ich folge dem Bach, dann kommen irgendwann mal wieder mühlende Räder, wo für ihn vielleicht ein neuer Job ist. Nummer 2, wohin? Bevor ich noch einmal weiter spiele und singe, ich wollte nur mal herausstellen, dass hier wahrscheinlich viele Fehler vorkommen werden, wenn man spielen und singen muss und Vorlesung hält, alles zu gleicher Zeit. Dann gehen alle Einzelteile nicht nur ein Drittel runter, sondern zwei Drittel, weil man ja drei Sachen macht. Also es werden viele Fehler sein und das Singen wird so sein, aber das ist ja eine Vorlesung. Oh.
der schönen Müllerin, wird jetzt der Fluss sogar noch, oder das Bächlein wird zum Bach, wird vielleicht sogar zum Fluss. Das Rauschen ist nämlich ziemlich wild hier. Dankeschön an den Bach, dass er ihn nur an die neue Stelle gebracht hat.